Der Kerl hat eine Knarre! Pass auf! Finde ich das gut. Kannst du dich nicht erschrecken? Kriegt der junge Mann da nicht eine Schusswaffe? Im Haus keine Runde halten. Bleibt einfach hinter mir, Jungs! Erledigt das Arsch! Ich sitze hier fest! Scheiße! Hat mich auf dir!
Habe ich dir je erzählt, warum ich Priester geworden bin? Wegen dem, was sie im Krieg gesehen haben. Das war gelogen. Ich bin Priester geworden wegen dem, was ich im Krieg getan habe. Wegen dem, was der Krieg aus mir gemacht hat. Als ich da drüben war, zusammengepfercht mit den ganzen anderen Kanonenfutternegern, da ist der ganze Schmerz, die ganze Wut, die sich mein Leben lang angestaut hatte, hochgekocht. Und als das alles aus mir rausbrach... Nein. Das willst du gar nicht hören. Ich bezweifle, dass ein paar tote Nazis irgendwen kratzen. Darum geht's nicht. Ich habe Menschen umgebracht. Und sie umzubringen, hätte mir etwas bedeuten müssen. Hätte mir nahe gehen müssen. Ist es aber nicht. Und als ich gesehen habe, was da tief in mir schlummerte, das war zu viel. Ich weiß, wer ich bin. Das weiß ich, Junge. Und das macht mir ja gerade Angst. Das heißt, der Herrgott bürdet uns nur so viel auf, wie wir tragen können. Aber manchmal frage ich mich, ob das eine Lüge ist.